Oh nein. Das kann nicht wahr sein. Beide Türme zu. Was für eine Scheiße. Das tut mir jetzt echt leid, dass ich euch die Türme nicht zeigen kann. Von da oben hat man einen echt gigantischen Ausblick. Stinkt mir total. Ich schaue mal, dass ich noch ein paar Archivbilder auftreiben kann von dem Ausblick. Da bin ich sicher, ich habe noch ein paar. Vielleicht habe ich sogar noch irgendein uralt Video, so in VGA-Auflösung. Das blende ich dann auch noch ein, besser als gar nichts, damit ihr euch wenigstens so ein bisschen einen Eindruck machen könnt. Außer den zwei Türmen hat die Ruine noch zwei weitere Leckerbissen zu bieten. Die werde ich mir jetzt mal ansehen und ich hoffe, dass die wenigstens begehbar sind. Bei meinem Glück heute, drückt mir mal die Daumen. Nummer 1, ein Turm. Ja. Da geht's noch weiter runter. Dafür brauche ich aber die hier. Los geht's.
noch weiter runter. Hier geht's nur im Kriechen durch. Direkt zum Weg raus. Ja, und hier ist Schluss. Immerhin, wenigstens ein Leckerbissen hat funktioniert. Jetzt schauen wir uns mal den nächsten an. Leckerbissen Nummer 2. Drückt mir die Daumen, dass offen ist. Ja, hier ist nämlich ein Tunnel, der unter der ganzen Burg durchgeht. Absolut genial. Überall solche Nischen hier. Bis vor einigen Jahren gab es hier jedes Jahr im September ein sogenanntes Geisterfest. Mit unglaublich viel Aufwand. Und die haben die ganze Burg hier in ein Spukschloss verwandelt. Haben da irgendwelche gruseligen Sachen gemacht, von Frankenstein bis was weiß ich was. Und hier durch den Tunnel sind die Leute durchgeschickt worden und hier in den Nischen haben sich natürlich ein paar Monster versteckt und haben die Leute dann erschreckt. Das war absolut genial. Leider gibt es dieses Geisterfest schon seit vielen Jahren nicht mehr. Wäre schön, wenn das wieder käme. Nach oben her, das ist zugemauert. Das ist fies. Wozu schleppe ich meine Taschenlampe mit? Echt schade, dass die hier mittlerweile elektrische Beleuchtung reingezogen haben. Das nimmt die ganze Atmosphäre weg. Das war vorher viel gruseliger und jetzt, naja, harmlos. Der Schluss. Der Ausgang ist da hinten. Tja, mehr ist heute nicht drin. Ich mache mich wieder auf den Rückweg. Ich habe eh noch einen langen Marsch vor mir. Ich habe mich ein paar Mal verfranst. Dann noch der Umweg über die Grotte. Das wären 30 Kilometer und nicht 25. Also los geht's.
Maßkannestein. Der ist hier aufgestellt worden, weil ein Müller mit seinem Vater Zank hatte. Hat ihm dann die Maßkanne auf den Kopf gehauen und dann war der Vater tot. Apropos tot, ich bin jetzt auch ziemlich fertig. Habe jetzt gut 20 Kilometer hinter mir. Jetzt brauche ich erstmal ein Päuschen. Der Rest von meinem Proviant, das, was mir die Pferde übrig gelassen haben. Auch fast leer. Vielleicht habe ich unterwegs noch mal eine Möglichkeit nachzutanken. Wäre nicht schlecht. Na also. Eine Stelle zum Auftanken. Tja, wie ihr seht, bin ich wieder am Ausgangspunkt angekommen. 30 Kilometer liegen hinter mir, war eine tolle Tour. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao! Das gibt einen Outtake. Scheiße.